Unternehmer-Talk heute aus dem schönen Hamburg am Freitag, am Brückentag. Und an dieser Stelle hier, da erinnere ich mich besonders gern zurück, weil hier direkt nebenan wir mal eine ganz tolle Veranstaltung mit Google hatten. Da war es warm, da regnete es nicht und da waren auch noch ganz andere Zeiten. Und ja, ich erinnere mich immer gern zurück, wenn man an Orten ist, wo man schöne Erlebnisse hatte. Und darum geht es auch eigentlich heute. Es geht um gute Gefühle, es geht um das Thema der Human Relations. Was ist Human Relations? Das ist eigentlich ja, zumindest die gedankliche Weiterentwicklung des HR-Gedankens, Human Resources. Das heißt, Menschen als wertvolles Gut im Unternehmen zu sehen. Und da geht uns das Thema Resources eigentlich nicht weit genug. Das hört sich eher an, als wenn Menschen Materialien wären oder Arbeitsplätze. Menschen sind aber unglaublich wichtig, um für den Erfolg des Unternehmens zu sorgen. Wir kennen diese Geschichten, dass viele schon innerlich gekündigt haben. Wir kennen unwertschätzendes Verhalten und wir kennen Geschichten von Menschen und Mitarbeitern, die nicht vernünftig geführt oder gefördert werden. Und da kommt das Thema Human Relations mit ins Spiel, was nach meiner Meinung nach schon im Recruiting-Prozess, bei der Stellenausschreibung, beim Schalten von Stellenanzeigen und auch hinterher natürlich mit der Führung der ganzen Mitarbeiter zusammenhängt, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen im Betrieb und damit sich die Mitarbeiter zu einer Marke oder zu einem Markenbotschafter im Unternehmen entwickeln, um die guten Gedanken einer Firma nach außen hin zu repräsentieren. Unterschätzt nicht die Kraft der Mitarbeiter, unterschätzt nicht die Fähigkeiten eurer Mitarbeiter und sprecht uns jederzeit an, wenn ihr mehr zum Thema Human Relations wissen wollt. Bis bald hier aus dem schönen, regnerischen Hamburg. Ciao.